So, willkommen zurück bei Battlefield Bad Company 2. Natürlich an der Stelle, wo wir aufgehört haben, wie immer, Leute. Scheiße. Mir gefällt nicht, was ich da höre. Geh einfach weiter. Okay, wir müssen jetzt an diesem Wagen dran, damit wir hier abhauen können. Und wie nochmal gesagt, ich hoffe, ihr könnt das echt teilweise mit der Quali alles so erkennen. Ich denke nicht, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem das Video verfolgt. Ich war wirklich erstmal überlegen, ob ich das überhaupt noch let's playen soll, weil das neueste Spiel ist es jetzt nicht mehr und ich habe auch keinen Bock, dass ich da so wenig Klicks kriege, dass es überhaupt nicht wert ist eigentlich. Aber ich hoffe, dass es wenigstens von ein paar Leuten geguckt wird und ihr es gut und toll und so weiter findet. So, erstmal hier ein bisschen Deckung gehen. Wir wollen ja nicht direkt schon am Anfang wieder schön tot hinlegen. Oh Mann, das ist das erste Mal, dass ich das aber auch in AV-Quali sehe, beziehungsweise spiele. Naja, egal. Das soll uns nicht abhalten, dieses geile Spiel hier zu zocken. So, das ist auch so eine perverse Stelle. Allein das Flugzeug, wie das jetzt von da hinten so kommt. Bam, ey, das ist so heftig. Das Spiel, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Also für jeden, der es nicht hat, das ist kein Scheiß. Das ist einfach ein Pflichtkauf. Das Spiel ist echt ein Pflichtkauf. Ups, den habe ich nicht erwischt. Na egal. Oh, das ist auch gleich so geil, wenn die anderen Fahrzeuge kommen, wenn er da dann den Fahrer erschießt. Das ist voll lustig. Oh Gott, ich stelle mich schon wieder hier an, ey. Gott, du Scheiß, ey. Ah, hier. Ciao. Da kommt noch einer. Alter, geil, in einem Run so alle mal durchgezogen. Wow. Ich werde das Spiel jetzt auch nur meistens, also fast immer, wenn es geht, da könnt ihr euch jetzt schon mal dran gewöhnen, wohl nur mit einer Sniper und mit der Knarre durchspielen. Weil seit Borderlands, falls ihr das Let's Play verfolgt habt, ach nee, Quatsch, das war gar nicht in Borderlands. Verdammt, was laber ich hier für eine Scheiße? Welches Spiel war das denn? Ach, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall wisst ihr von mir, dass ich ja total der Knarrentyp bin. Und so ist es einfach in jedem Spiel. Wow, ich hab dich erwischt. So. Ja, da sind sie ja schon. So, mal eine andere Waffe nehmen. Dass da noch einer rauskommt, das wusste ich noch. So, jetzt müssen wir die Tür hier aufsprengen. Wenn meine Kollegen mal hinmachen würden. Danke sehr. Nein, jetzt hetzt ihr mich, was ihr hier nachkommt. Ich sag da gar nichts. Ist ja auch egal. So, wir sind auf jeden Fall schon mal hier. Aber oh, ich finde es auch so geil, wie hier alles so zusammenfällt. Hallo. Oh, die habe ich ja mal sauber mitgenommen. Euch nehme ich auch noch sauber mit. Ey, ich hab die noch. Hallo? Ah. Mein Gott, ey. Ja, den nehmen wir auch mit. Ja, wir nehmen alle mit. Ne, nicht alle. Wow, wow, wow. Jetzt kommen sie ja noch von allen Seiten, ey. Das ist natürlich immer ganz fies. Aber geschafft, weil wir schaffen ja alles. Ich habe das so lange nicht mehr online gezockt. Hätte ich auch mal wieder Lust zu, aber ich habe so lange einfach nicht gespielt. Da würde ich gnadenlos untergehen. Und das wollen wir ja nicht. So, die da oben ignoriere ich jetzt mal. Tut mir leid, Leute. Aber man muss ja nicht immer jeden töten, ne? Meiner Meinung nach.
und wieder ein kleines Video. Los, los, Bewegung! Mach die scheiß Luke auf! Wir haben's geschafft. Wir haben's. Siehst du, Wyatt? Ich hab doch gesagt, wir schaffen's. Passt mal auf, was jetzt kommt, wie der ins Wasser fällt und mit der Musik. Jetzt das. An welches Spiel erinnert euch das? Total an Bioshock, oder? Finde ich zumindest. Wenn ihr das auch glaubt, schreibt mal bitte einen Kommentar drunter. Mich vielleicht das immer wieder aufs Neue. Egal, zurück zum Spiel. Diplomatici russi e americani si sono recati oggi a Bruxelles per le. Russia has expressed concern about the system, claiming that such a weapon could be used for offensive reasons. So, damit wäre das erste Kapitel schon mal abgehakt. Genau, jawohl, man könnte ja eigentlich sagen, dass das das erste richtige Kapitel ist, weil das war ja alles jetzt nur Vergangenheit. Und es geht halt um diese Waffe, wo wir gerade den schönen Test von gesehen haben. Und ja, aber ich glaube, ich beende jetzt schon den Part. Das mache ich nach jedem Kapitel so. Und dann fängt immer ein neues Kapitel auch mit einem neuen Part an, damit das alles so seine Ordnung hat. Also bis dann, Freunde.